So, lala. Hey Leute, da sind wir wieder bei Book of Unwritten Tales. Und ich habe mir ein bisschen Hilfe geholt. Hier haben wir Schimmling-Schleim. Ekliger Kanalschleim. Und als Krönung ist er noch mit Schimmel überzogen. Hoffentlich werde ich nie gezwungen, den anzufassen. Doch, brauchen wir. War ja klar. So, und hier haben wir noch Dinger. Das sind eklige Dinger. Die habe ich irgendwie... Den werde ich mich auf keine drei Schritte nähern. Das sind doch bestimmt die Speckmalen, die wir brauchen. Die können wir bestimmt verzaubern. Okay, nee, das ist falsch. Auf alle Fälle haben wir hier erstmal den schleimigen Schimmel. Und den müssen wir natürlich jetzt in der Presse erstmal extrahieren. Ich fülle den frischen Schimmelschleim in die Presse. Und auspressen das Ganze. Mmh, lecker. Schimmelschleimextrakt. Mein Lieblingsgericht. Sieht genauso aus wie vorher. So, und dann geht's weiter als nächstes. Und zwar habe ich das vergessen. Scheiße. Aber das sah doch aus wie die Speckmalen, oder? Das sind doch die Dinger, die brauche ich doch. Ja, das ist doch hier. Also ganz klar, asthmatische Speckmalen sind das. Nimm sie mit. Los, Wilbur. Verzauber sie. Geht nicht. Ich schau nochmal schnell nach, bin sofort wieder da, Kinder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und hier, Leute. Dieses kleine Futzelchen. Ich habe hier immer nur die Presse erwischt. Untersuche das kleine Kästchen. Leck mich, Spiel. Auf diesem Kästchen steht nichts. Da drin liegen dicke, weiße Maden. Und die husten. Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Ich nehme sie mit. Okay, jawohl. Wir haben es geschafft. So. Ich habe alle Zutaten zusammen. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung steht auf der Rückseite des Rezepts. Geht doch. Okay, das ist. Da habe ich das erste Mal Hilfe gebraucht, aber das war auch. Also, bitteschön. Das war ja gemein noch drei. Wie soll man da so ein kleines Kästchen? Dann wollen wir mal. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Ich hoffe, ich schaff's beim ersten Mal. Also los. Ich hoffe, das kann mir. Ich hoffe, Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Ah ja. Bis sich das Wasser grün verfärbt. So. Was hat sich grün verfärbt? Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herumrühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Okay. Links herumrühren, bis er rosa wird. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. War das rote Bläschen? Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Eins. Zwei. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Viermal rechts? Vier rechts? Was? Vier rechts? Zwei links, drei rechts. Oh Gott. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Okay. So, reinschmeißen damit. Damit ist das Stärkungselixier fertig.
Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. So. Ich hab's geschafft. Mein erster Zaubertrank. Ja, dann. Ich hab zufällig noch einen leckeren Berserkertrank dabei. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Ich google, was ich hier hab. Schaut, Meister Markus. Ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Oh yeah. Gib mal her. Prost. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Ich bin sprachlos. Du bist der erste Gnom seit Jahrzehnten, der zum Diplom-Magier ernannt wird. Und du hast die Prüfungen schneller abgelegt als jeder andere vor dir. Tja. Was ist dein Geheimnis? Wenn man an sich glaubt, dann kann man alles erreichen. Ich glaube, dass ich alles erreichen kann, wenn ich nur an mich glaube. Ja? Du könntest fliegen wie ein Vogel, nur weil du an dich glaubst? Ja. Naja, das vielleicht nicht. Doch. Aber genau das hast du getan. Du hast etwas Unmögliches geschafft. Vielleicht hatte ich Glück. Oder es war Schicksal. Wie auch immer, so unglaublich das ist, du hast alle drei Prüfungen bestanden. Natürlich. Warte mal. Magierdiplom für Wilbur Wetterquarz aus dem Weißkammgebirge. Da wird mein Bruder aber Augen machen. Ihr Bruder? Der Erzmagier. Der Erzmagier ist Ihr Bruder? Ja, sicher. Er hat immer daran geglaubt, dass sich unser düsteres Schicksal wenden lässt. Und langsam kann auch ich wieder daran glauben. Du hast mir Hoffnung gegeben, Wilbur Wetterquarz, weißt du das? Nichts kann dich aufhalten. Das soll mir ein Vorbild sein. Wenn ich irgendetwas für dich tun kann, komm zurück. Du hast hier einen Freund. Hey, Freunde! Nun geh schon. Du hast lang genug gewartet. Gib meinem Bruder, was du ihm geben willst. Yay, wir sind ein Magier. Offiziell. Ich bin so glücklich. Das ist das Beste, was mir je passieren konnte. Komm, geh mit. Wilbur. Ja? Hallo, Herr König. Guck mal, ich bin Diplom-Magier. Ich habe dir doch gesagt, dass du es schaffen wirst. Wir sind alle so stolz auf dich. Ich weiß, Bro. Danke. Ich weiß. Unsere Arbeit hier ist getan. Wir sind alle wohlgenährt. Ich denke, jetzt heißt es Abschied nehmen. Ihr wollt raus aufs Land. So ist es. Aber wenn du willst, kannst du uns ja besuchen kommen. Meister Wilbur Wetterquarz wird bei uns Ratten immer willkommen sein. Auf Wiedersehen, Wilbur. Bis bald. Freund. Meine Bros. Der König der Diebe und die anderen Ratten sind fort. Dort kann ich keine Hilfe mehr erwarten. Aber vielleicht sind da noch diese komischen Maden. Wächter, lass den Diplom-Magier durch. Hallo, Gairon, was willst du? Schauen Sie sich das mal an. Sie dürfen mich ab sofort Meister Wetterquarz nennen. Und ich will sofort den Erzmagier sehen. Wetterquarz? Wieso Wetterquarz? Das ist mein Magiername. Meister Wilbur Wetterquarz. Nun öffne mir endlich das Tor. Ich will den Erzmagier sprechen. Jo. Oh, und ich hab dich beim Kartenspiel besiegt. Loser. Nun, was gibt's? Warum trägt dieser Gnom Magierkleidung? Euer Ehren, dies ist Meister Wilbur Wetterquarz. Ein Diplom-Magier und damit Mitglied eures Ordens. Unfug. Ich kenne alle Magier in diesem Land. Aber es stimmt. Ich habe heute mein Diplom bei eurem Bruder gemacht, Meister Markus. Ich halte das für ausgeschlossen. Ich habe keine Zeit für solche Albernheiten. Hinfort, Gnom! Aber ich soll euch etwas geben. Einen Ring. Einen Ring? Von wem? Von einem Gremlin. Er stürzte mir gestern im Weißkammgebirge vor die Füße. Er gab mir diesen Ring und sagte, der könne den Krieg entscheiden. Führe mich nicht in Versuchung! Meister Priester,
Ich wende mich in ebenso großer Eile wie Furcht an euch. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die unser aller Schicksal... Ich weiß, wo sich das Artefakt des Schicksals befindet. Ihr kennt natürlich die Geschichten, euer Durchlaucht. Ein legendäres Artefakt von der Göttin des Schicksals und der Vorhersehung persönlich erschaffen. Ein außerordentlich kostbares und gefährliches Ding. Denn seinem Träger ist das Glück hold. Alles, was er versucht, wird ihm gelingen. Alles, was er begehrt, wird er erhalten. Sein Schicksal wird sich immer und zu jeder Zeit zum Guten wenden. Eine wahrhaft fürchterliche Macht. Eine göttliche Macht. Denkt nur, sie würde dem Feind in die Hände fallen. Ich habe herausgefunden, dass das Artefakt auf einer kleinen Insel namens Sordia in einem Tempel versteckt ist. Ihr müsst es finden und sichern. Ihr müsst! Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Gar keine Star-Wars-Anspielung, nein, nein. Das war er. Das war der Gremlin, der von diesen finsteren Typen auf dem Drachen fortgebracht wurde. Schatten? Die Schattenarmee hat diesen Gremlin gefangen genommen? Sir, wir müssen sofort alles und jeden zu dieser Insel schicken. Jedes Schiff, jeden Greif, jeden... Genug. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Wir wissen nicht, welche Informationen die Schatten schon haben. Und wir dürfen sie nicht auf die richtige Spur bringen. Nein, Sir. Aber wenn sie den Gremlin haben, dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis... Die Insel Sordia. Wo zum Teufel soll das sein? Ich habe noch nie etwas davon gehört. Tja. Unnützer Erzmagier. Ich werde die Stadt für einige Tage verlassen. Ich muss im Archiv nachforschen. Aber in den Archiven von Seefels gibt es jede Menge... Schweigt, Wächter! Ich werde eine Gruppe vertrauenswürdiger Mitstreiter zur Insel schicken, sobald ich sie ausfindig gemacht habe. Und ihr... Die Mitstreiter? Ein Wort von dieser Botschaft. Nur ein einziges Wort zu wem auch immer. Und ich werde euch zu feinem Pulver zermahlen. Ist das klar? Natürlich. Klar ist das klar, Sir. Geht. Lasst mich mit dem Jungen alleine. Und lasst niemanden, ob Magier oder nicht, hier herauf. Verstanden? Verstanden, Sir. Und ihr, Meister Wetter... Dings. Ihr habt eure Sache gut gemacht. Ich weiß. Wetterquarz, Sir. Danke. Mein Opa wird mir die Geschichte kaum glauben, wenn ich sie ihm erzähle. Das dürfte so bald nicht möglich sein. Du musst hier bleiben und die Stellung halten. Ich will, dass du dich auf eine kleine Expedition vorbereitest. Du und zwei Freunde, ihr sollt das Artefakt holen, sobald ich die Insel ausfindig gemacht habe. Aber wenn es um etwas so Wichtiges geht, sollten da nicht doch lieber erfahrene Schatzsucher... Ach was, Blödsinn. Dich kennt niemand. Für den Feind existierst du nicht. Du wirst keine Aufmerksamkeit erregen. Das ist unsere wichtigste Waffe in dieser Angelegenheit. Bevor der Feind überhaupt weiß, was vor sich geht, seid ihr schon längst wieder zurück. Aber ich denke... Genug geredet. Ich bin der Anführer des Ordens und erteile dir einen Befehl. Such dir zwei Freunde und warte hier auf mich. Sprich mit niemandem über die Sache. Wegtreten. Okay, wir müssen Freunde finden. Was ist das für eine Blume? Wann werdet ihr wieder zurück sein? So schnell wie möglich. Aber ein paar Tage kann es schon dauern, bis ich weiß, um welche Insel es sich handelt. Der Gremlin hat mir gesagt, in seinem Geheimkeller sei ein Buch versteckt, das den Weg zum Aufbewahrungsort des Artefakts beschreibt. Tatsächlich? Das ist gut zu wissen. Ich glaube, er ist böse. Das lief doch besser als erhofft. Ein teuflischer Plan, Munkus. Gut gemacht. Du kennst nun den Aufbewahrungsort des Artefakts. Und der echte Erzmagier wird dir noch einige Tage von der Pelle bleiben. Mutter hält ihn auf Trab. Sie hat alles aufgefahren, was sie an dunkler Magie zu bieten hat. Wenn er wiederkommt, wirst du längst das Artefakt des Schicksals in den Händen halten. Und Seefels wird brennen, genau wie jede andere Stadt der Allianz. Er hat eine teuflische Lache. Oh Mann, gestern habe ich noch Fußböden gefegt. Heute bin ich Diplom-Magier und Teil des größten Abenteuers seit Ritter Thilos Kampf gegen das Brokkoli-Monster. Ein Artefakt, das unbegrenzte Macht gibt. Hoffentlich erfahren die Schatten nie etwas davon. Solch ein Ding in ihren Händen würde wahrlich das Ende der Welt bedeuten.
Aber dazu wird es der Erzmagier nicht kommen lassen. Ich suche mir zwei Mitstreiter und warte hier auf ihn. Gefangener. Betrachte den Begleiter des Menschen. Ja, da haben wir ein Netz. Netze sind immer gut. Nehmen wir mit. Hallo. Bei den Göttern. Das ist eine Orkfrau. Hier, in der Stadt der Menschen. Und sie hat einen von ihnen gefangen genommen. Ich muss der Stadtwache Bescheid geben. Und Meister Markus. Gemeinsam müssen wir kämpfen bis zum letzten Tropfen Blut und... Ich kann dich hören. Bleib da stehen. Ich bin ein Magier. Das sehe ich. Ein gefährlicher Kampfmagier. Das sehe ich nicht. Das wage ich wiederum zu bezweifeln. Wer bist du? Was willst du hier und wie bist du hierher gekommen? Eine Menge Fragen. Warum sollte ich sie dir beantworten? Ihr Name ist Elizabeth. Sie ist für die jährliche Schönheitskonkurrenz hergekommen. Und gebracht hat sie ein goldener Pegasus namens Bob. Ein Pegasus ist immer weiß und heißt nie Bob. Pegasi oder Pegasusse, die sind doch immer weiß. Und niemand würde seinen Pegasus Bob nennen. Ich bin eine Kopfgeldjägerin und nur auf der Durchreise. Ach so. Dürfen Kopfgeldjägerinnen denn hier einfach anlegen? Allerdings. Kopfgeldjäger und Händler sind in diesem Krieg neutral. Die Kopfgeldjäger wollte nur niemand haben. Ich warte nur auf Jörge mit meinem Proviant, dann bin ich wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber dieses Flugschiff könnte exakt das sein, was ich für meine Expedition brauche. Ich muss nur die Orkfrau töten. Mit wem hast du gerade gesprochen? Mit niemandem. Hallo, mit mir. Hallo. Ich habe gerade gewunken, aber die reagiert nicht. Wir sind sie heißen also nicht Elizabeth? Man nennt mich Masas. Masas. Da wahlweise auch Zuckerschnute, die kühle Grüne oder auch einfach du da, junger Mann. Und sie ist eine lausige Kopfgeldjägerin. Stimmt. Ich fasse nur Volltrottel, die noch dümmer sind als ich. Wohin bringen Sie Ihre Gefangenen? Wohin wollen Sie denn Ihre Gefangenen bringen? Das geht dich kaum etwas an, Zwerg. Sie wissen es. Und das ist genug. Ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Ach, Herr Bang. Richtig so. Lass dir nichts bieten. Verwandle sie in ein Schaf. Ich kann nur Kaninchen in so eine Art Schaf verwandeln. Toll. Das ist hilfreich. Ja. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Oh, der ist doch schon weg. Okay, das ein großes Netz. Es könnte ein Fischernetz sein. Oder vielleicht auch ein Netz, in dem man Waren eingewickelt hat. Egal, schieb's ein. Da sind Seile. Ein aufgerolltes Seil. Man sieht ihm an, dass es schon oft benutzt wurde. Seil ist auch noch. Was glaubst du, was du da tust? Das ist mein Seil. Dein Seil? Es gehört zur Mary und damit ist es mein Seil. Vielleicht hast du es noch nicht ganz verstanden. Das Schiff gehört dir nicht mehr. Es gehört jetzt mir. Nur über meine Leiche. Eben. Wem auch immer das Seil gehört, mir gehört es nicht. Entschuldigung. Den Schlafsack hätte ich auch gerne noch. Das ist das für ein Transportballen. Ein Transportballen? Sieht schwer aus. Vielleicht gepresste Baumwolle oder so etwas. Ja, wer kennt das nicht, gepresste Baumwolle? Ein Transport? Okay. Da hinten dieser, der wunderschöne Magierturm. Achso, darüber kann ich den betreten, okay. Das heißt hier, falsch spielen. Es gibt verschiedene Regeln für dieses Spiel. Keine davon sagt, dass du Extrakarten im Ärmel haben darfst. Ach komm, alle anderen haben auch falsch gespielt. Damit habe ich das Spiel erst wieder fair gemacht. Der Dicke sieht das anders. Wusstest du denn nicht, wer er ist? Wie kann man nur so bescheuert sein und sich mit so einem anlegen? Hey, voll der Gute. Du hättest sein Gesicht sehen sollen. Wird er seinen Lebtag nicht vergessen. Du auch nicht, wenn seine liebe Mutter mit dir fertig ist. Mutti! Hey, wo ist mein Seil hin? Das ist, sehr interessant. Ja, finde ich auch. Das helle Bade? Achso, da an der... So ein Ding hat auch Herr Schildträger unten am Tor. Ich schätze, früher liefen hier Dutzende Wächter durch die Stadt. Ja. Ich bin Magier, kein Kämpfer.
Und selbst wenn, ich könnte das Ding wohl höchstens als Lanze verwenden. Ja, dann nehmen wir es als Lanze her. Schieb ein. So, noch mal ein Magierturm. Ein aufgeschlagenes Buch. Das ist das vermutlich dickste Buch, das ich jemals gesehen habe. Und ich habe noch nicht allzu viele Bücher gesehen. Encyclopedia Fantastica steht hier. Fantastisches Grundwissen in einem Band. Das Seltsame ist, dass auf den meisten Seiten überhaupt nichts geschrieben steht. So wenig interessant ist unsere Welt nun auch nicht. Das Seltsame ist... Okay. Da ist ein Vogel. Hey, ein Vogel. Das nenne ich Magie. Fantastisch. Los, schieben wir die Magie ein. Da ist... Ach, die Landkarte an der Wand. Eine riesige Karte des gesamten Landes. Und ich habe bisher erst einen winzigen Winkel davon gesehen. Auf der Landkarte gibt es eine Menge kleiner, namenloser Inseln. Und eine davon ist die Insel Sordia, auf der das Artefakt des Schicksals versteckt ist. Nur welche? Die oben links. Da ist eine schwebende Blume. Die Blume schwebt vor mir weg. Vielleicht ist sie schüchtern. Schwebende Möbel sind praktisch, wenn man den Fußboden wischen will. Ja, da hat auch wieder recht. Seltsame Idee, eine Landkarte auf eine Kugel zu spannen. Wie soll man sie so benutzen? Ja, ich weiß nicht, wer da drauf kommt. Oh, das ist noch ein Teleskop. Was man nicht im Kopf hat, muss man in Büchern haben, sagt Papa immer. Ich hätte geglaubt, dass es hier mehr Bücher gibt. Kein Wunder, dass der Erzmagier fortgegangen ist, um woanders Informationen zur Insel zu suchen. Ich glaube nicht, dass es dem Erzmagier Das ist ein Teleskop. Opa hat auch eins. Die Frage bleibt, ist es ein Meisterwerk der Technik oder der Magie? Oder von beidem? Von beidem. Wie kommt der Erzmagier wohl dort hoch? Vielleicht hat er einen schwebenden Stuhl. Ich habe auch schwebenden Stuhl. Hui. Ich habe keine Ahnung, was diese Kugeln darstellen sollen. Aber es ist wunderschön. Das ist die Landkarte. Okay, aber ansonsten haben wir hier alles abgegrast erst einmal. Scheint so. Ja, dann gehen wir erstmal wieder nach da unten. So, und was haben wir hier dann noch? Herr Schildträger! Ich mag Herrn Schildträger nicht sonderlich. Ich bin ganz froh, dass ich nichts zu fragen habe. Hey, Herr Schildloser. Der König der Diebe und... Okay. Schade, keiner mehr da. Meister Markus, Sie werden es nicht glauben, aber... Gut, Meister Markus? Hallo? Er ist nicht hier. Nein. Ein zusammengefalteter Zettel. Mein Name steht drauf. Ja, dann lies ihn mal. Lieber Wilbur, dir ist vermutlich gar nicht bewusst, was du geleistet hast. Du hast nicht nur dein Magierdiplom schneller gemacht als jeder andere vor dir. Nein, du hast auch einem alten Mann gezeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Dafür danke ich dir. Ich bin aufgebrochen, um meinem Bruder am Wilddornpass zur Seite zu stehen. Er kämpft dort gegen wütende Angriffe der Schatten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Meister Wetterquarz. Markus Maria Alistair, Meister der Magie. P.S. Ich möchte dir meine magische Brille zum Geschenk machen. Ich brauche sie nicht mehr. Meine Nase gehört an die frische Luft, nicht in alte Bücher. Das ist wirklich sehr nett von Meister Markus. Aber hätte er seinen Tatendrang nicht noch ein paar Stunden länger unter Kontrolle halten können? Ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Und sein Bruder wird er dort wohl auch kaum finden. Der sucht die Insel in irgendwelchen Archiven und steht nicht auf dem Schlachtfeld. Es hilft nichts. Er ist weg. Ich muss alleine klarkommen. Oh, Wilbur. Alter Kacknoppel. So, aber das hätten wir auch. Und ich würde sagen, mit dieser abschließenden Nachricht von Meister Markus verlasse ich euch für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.